ignition. Er war der Raketenmann, Max Fallier. Früh schon studierte der Junge aus Tirol die Sterne und schrieb darüber. Seine Raketenbücher waren Knaller. Wie aber funktioniert eine Rakete? Eine sehr primitive Rakete. Studierende der Technischen Universität München haben sich bereits 1962 außerhalb ihrer Uni zur WAR zusammengeschlossen. Zur Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt. Wer nach den Sternen greifen will, muss Visionär und Tüftler sein. Heute ist das alljährliche Event für die Erstsemester. Da laden wir also neue Studenten ein, mit uns oder ein bisschen die Raumfahrttechnik kennenzulernen. Und das Ziel ist, ein Ei erfolgreich zu starten und dann aber auch wieder erfolgreich zu landen. Anders als zu Zeiten Max Falliers kommt das Ei des Kolumbus heute aus Bodenhaltung. Seine Familie stammte aus einem Südtiroler Bergtal. Wo könnte man schöner von einer Fahrt zum Mond träumen? Max Fallier kam 1895 in Bozen zur Welt. Doch das All interessierte ihn mehr. Er machte Abitur und studierte in Innsbruck, später auch in München, Physik, Mathematik und Astronomie. Als Soldat im Ersten Weltkrieg befasste sich Fallier mit Höhenflügen, stürzte ab, überlebte und wurde der Rocketman. Also ich glaube, er war deshalb wichtig, weil er es populär gemacht hat. Die Leute haben ja nichts verstanden von Raketen, aber er hat es vorgeführt. Es gab Raketenschlitten und allgemein war damit eine Raketenbegeisterung da. Man dürfe nicht vergessen, da gab es ja auch den Film Die Frau im Mond. Dann gab es den Opel, der noch gefahren ist. Also es war eine richtige Raketenmanie, würde ich sagen, wie heute, was man heute sagen, Mars. War damals diese Raketenautos und Schlitten und die Flugversuche und der Film, all das zusammen hat die Leute angespornt, dass etwas gemacht wird. Weltpremiere war am 22. Januar 1929. Flughafen Schleißheim. Start Rakbob 1. 8 Raketen mit 110 Stundenkilometer, 130 Meter weit. Max Fallier wollte mehr. Eibsee, 3. Februar 1929. Dieses Mal bemannt, nein, befraut mit Gattin Hedwig im Raketenschlitten. 9. Februar 1929. Starnberger See mit 18 Raketen auf 400 Stundenkilometer. Weltrekord. Auch der Raketenexperte Robert Schmucker setzte stets auf Experimente. Ja, ich war immer der Meinung, wir brauchen neben der theoretischen Ausbildung auch die praktische Ausbildung. Man muss selber Hand anlegen, man muss etwas entwerfen, auch bauen. Denn beim Bauen erkennt man, wie gut oder wie schlecht die Konstruktion war. Und mit dieser Erfahrung kommt man dann ganz weit. Garching, Dezember 2018. WAR verlässt den Campus Richtung ihres Cape Canaveral. Erinnerungsfotos. Wer weiß, was passiert. Es ist kalt. Man ist cool. Einfach den Gedanke, hoch und raus zu kommen, ist schon eigentlich ganz cool vom Gedanken her. Ihre Wünsche und Visionen erinnern an Max Fallier, den Pionier. Auch wenn man hochschaut in die Sterne und so, dass man dann sagen kann, vielleicht können wir eines Tages mit Raketen dorthin kommen, das wäre wirklich ein Traum. Max Fallier hätte seine Freude an diesen Erstsemestern. Mit Raketen ist es immer so, ja, im Fernsehen sieht man mal ab und zu einen Start und so, aber so richtig selber das Probieren, das zu sehen, das ist einfach diese Faszination, einfach höher, woanders neue Welten zu entdecken, das ist einfach Wahnsinn. Nun ist sein Team an der Reihe. Start oder Fehlstart? Nice! Die kommt! Doch wie steht es um das Raketenei? Ortswechsel, München, Theresienhöhe.
Mittag im Verkehrszentrum des Deutschen Museums. Hier steht Max Valliers Raketenschlitten Rackbob 2, mit dem er auf dem Starnberger See im Februar 1929 seinen Weltrekord eingefahren hat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vielleicht gibt es im Deutschen Museum noch mehr zu Max Valier. Spurensuche in einem Teil des Deutschen Museums, dessen Schätze nicht so bekannt sind wie die im Rest des Hauses. Allein der Weg ins Archiv lohnt sich. Wir werden fündig. Ein Nachlass von Valier mit Fotos, Artikeln, Ehrungen. Darunter auch ein ihm gewidmetes Fotoalbum, das eine kleine Sensation birgt. Den ganzen Kosmos der Weltraumfahrt bis 1927. Valier war damals Ehrengast in Moskau. Statt Kalten Krieg eine freundschaftliche Widmung der Sowjets. Von der ersten internationalen Ausstellung interplanetarer Apparate und Mechanismen. Was bis heute an Valier fasziniert, sind seine tollkühnen Experimente zur Weltraumfahrt und sein Wissen, dass Raketen hierfür nur mit Flüssigbrennstoffen funktionieren würden. Mai 1930. Eine Brennkammer am Raketenprüfstand explodiert. Valier verblutet. Der Pionier der Raumfahrt wird zu ihrem ersten Todesopfer. Doch wo steht die deutsche Raumfahrt heute? Ich würde sagen, wir sind sicher gleich auf mit anderen, denn wir sind ja in den europäischen und internationalen Programmen drin. Da ist kein Unterschied. Die Leute sind gut ausgebildet. Wir haben eine hervorragende Industrie. Die Leute sind engagiert, die jungen Leute sind engagiert. Das ist sehr schön zu beobachten. Zurück in Garching. Fallschirm um Fallschirm bringt die Raketenreste zur Erde zurück. Die Studenten sind auf die letzte Phase des freundschaftlich ausgetragenen Wettbewerbs gespannt. Wie steht es um die Eier? Hat ihre Halterung am Himmel gehalten, was sie am Boden versprach? Auftritt Team ISTT um Robin Winter. Und wie sieht die Zukunft dieser Studierenden aus? Natürlich werden viele Leute nicht in der Raumfahrt ihren Job finden und ob das Absicht ist oder nicht. Aber es gibt auch jetzt gerade in den USA den ganzen New Space-Sektor, der kommt jetzt immer mehr nach Europa und da gibt es jetzt einige neue, sehr interessante Jobs, auch sehr viele, sehr interessante Start-ups, die qualifizierte Leute suchen und das ist auch eine Sache, die DIVA bieten kann, nämlich Leute, die sich mit Raketen auskennen. Gruppenbild mit Frau. Mit immer mehr Frauen.